100 Jahre Walter AG, 100 Jahre Innovation. Das Tübinger Unternehmen feierte am Dienstag sein 100-jähriges Bestehen mit einem großen Jubiläumsfest. Ein besonderer Höhepunkt war dabei die Eröffnung des neuen Unternehmensmuseums. An einem Tisch wie diesem fing 1919 alles an. Richard Walter gründete damals das Familienunternehmen Metallurgische Gesellschaft Richard Walter. Ich weiß, dass mein Großvater Richard Walter aus Kärnten weggegangen ist, weil er vorhatte, eine eigene Werkzeugfirma zu gründen. Und das hat er gemacht in Düsseldorf und dann hat er eine Firma in Tübingen gekauft. Und er wohnt in Starnberg, aber jeden Monat kam er hier, weil das ihm sehr wichtig war. Er hat seine Ideen, die er entwickelt hat, hier industriell durchführen lassen. Mittlerweile zählt die Firma zu den weltweit führenden Unternehmen in der Metallbearbeitung und beschäftigt weltweit rund 3.500 Angestellte, 600 davon allein in Tübingen. Den geschichtsträchtigen Vorsitz hat im Februar 2019 der Brite Richard Harris übernommen. Die Verantwortung, die ich trage, ist sehr groß. Meine Aufgabe ist es, die Walter AG erfolgreich in die Zukunft zu führen. Daran werde ich arbeiten. Auch die anwesenden Gäste aus der Politik, Klaus Tapeser, Joachim Walter und Boris Palmer, wünschen der Walter AG eine erfolgreiche Zukunft. Diese Zukunft sei schließlich eng mit der wirtschaftlichen Zukunft der Region verknüpft. Walter ist einer der wichtigsten Gewerbesteuerzahler unserer Stadt, einer der wichtigsten Arbeitgeber, auch einer der wichtigsten Sponsoren, wenn ich an die Walter Tigers denke. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass diese Firma 100 Jahre erfolgreich war und dass sie auch in Zukunft erfolgreich sein wird. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profitieren von Walter als verlässlichen Arbeitgeber und umgekehrt. Die Walter AG profitiert von den Menschen, die hier ihre Energie, ihre Innovationsfähigkeit und ihre Kraft einbringen. Den krönenden Abschluss der Feierlichkeiten am Vormittag bildete um 14 Uhr die Eröffnung des neuen Unternehmensmuseums. Kunden und Mitarbeiter des Industrieriesens werden dort ab jetzt die Möglichkeit haben, in einer hochmodernen Ausstellung einen Blick in die Vergangenheit und Zukunft der Walter AG zu werfen.